Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Phantasy Star. Ich habe die letzten anderthalb Stunden Film geguckt und nebenbei gesammelt. Natürlich auf Highspeed und in dem Dungeon, wo wir uns so ewig aufgehalten haben, im Lala Cave. Das hatte zur Folge, dass ich so viel schön Kohle hatte, dass ich auch mal ein bisschen rumzocken konnte mit den Kristallen. Ich habe mich da jetzt auch mal kundgetan. Und zwar habe ich das alles mir falsch vorgestellt mit den Kristallen. Das funktioniert ein bisschen anders als das, was ich so mit Combo und so im Kopf habe. Ich habe jetzt mal ein paar Kristalle gekauft. Wir haben ja jetzt genug Geld, da ich ja schön gesammelt habe. So, und zwar habe ich Heilungskristalle gekauft. Passt auf, man kann mit jedem Charakter zwei Kristalle anlegen. In dem Fall habe ich hier den Flame und den Heilungskristall. Den habe ich bei allen angelegt. Liegt einfach daran, dass ich den Heilungskristall bei jedem haben wollte. Und Flame war für mehr Angriff. Aber darauf kommen. Da kommen wir gleich drauf. So. Wie gesagt, kann man zwei Kristalle anlegen. Diese zwei Kristalle haben Fähigkeiten, die permanent wirken. Beispielsweise Flame verleiht deiner Waffe Feuerschaden. Windschaden, Thunder, ist klar, ist dann Blitzschaden. Der Heal Gem, der heilt nach jeder Runde irgendwie 6,5% der Maximalleben, nach jedem Zug. Und dann gab es ja noch den Cure Gem, der schützt wohl oder heilt alle Zustände wie vergiftet und so ein Krimskrams. So, also man kann zwei anlegen. In der Kombination, wie ich es jetzt habe, habe ich also jeden Feuerschaden gegeben und zusätzlich noch Heilung. Ich habe jeden auch einen zweiten Heilungsgem gekauft, damit wir sozusagen 12 oder 13% müssten das ungefähr sein, die pro Zug von Leben geheilt werden. Also ich hatte jetzt auch keine Probleme mehr, egal wo ich war, schon mit einem Heilungsgem wurden die immer komplett wieder aufgefüllt und ich kam nie irgendwo in Bedrängnis mit Leben. So, dann können diese zwei Kristalle zusammen eine Combo ergeben. Schaut mal in das Feld Combo, jetzt bei mir aus nichts, bei Odin auch nichts, bei Lutz nichts, aber bei Alice steht Firewall. So. Es ist nämlich so, dass wenn man zwei Kristalle kombiniert und die richtige Waffe dabei hat, dass sich daraus eine Kombinationsmöglichkeit ergibt. Das ist also nicht eine Kombination mit Odin und Alice machen zusammen eine Kombination, wie wir das aus Phantasy Star 4 kennen. Sondern die Person selbst kann nur eine Combo bekommen. Und dazu braucht man halt zwei Kristalle und den richtigen Waffentyp. Dementsprechend kann beispielsweise Mio ganz andere Kombos als Alice. Weil sie einen anderen Waffentyp verwendet. Es kommt, wie gesagt, nur auf den Waffentyp an. Macht man so eine Combo, ist eine hohe Chance, dass die Kristalle brechen. Also manchmal halten die ein zweites Mal, aber irgendwie soll es so zwischen ein und zwei Mal, meistens brechen sie wohl beim ersten Mal schon. Sind ja relativ teuer, sollte man also sich für die Endgegner aufheben. Des Weiteren finde ich eigentlich die Effekte, die sie haben, wie Heilung und so, fast besser. Ist egal, wer sich das mal genauer angucken will, ich habe das selber auch so rausbekommen, ich habe bei YouTube einfach mal Phantasy Star Generations Crystals und da kann man sich die ganzen Kristall-Kombos angucken. Kann ich euch mal empfehlen, weil die sehen teilweise echt genial und nice aus. Da wurde aber auch gesagt, dass manche Kombos sowas von überpowered sind, dass es schon extrem ins Unfaire geht. Wenn ich so richtig gelesen habe, war irgendeine Blitzkombination so heftig, dass das total überpowered wäre. Wir sind auch so jetzt total überpowered, weil durch diese Heilung ist man so gut wie unsterblich. Würde der eine Heilungskristall nicht reichen, mache ich einfach einen zweiten dazu. Ist egal, wir wollten jetzt hauptsächlich jetzt erstmal hier einkaufen. Ja, aber die hat bestimmt keinen Platz, genau. Dachte ich mir schon. Ich muss mal. Hast du Platz? Nee. Ich habe momentan wirklich ein Platzproblem. Nee, Axt kriegst du nicht. Wisst ihr was, ich brauche nicht mehr so viel Trimate.
heile mich ja sowieso anders. Ich behalte mal zwei Trimate. Du behältst eine Trimate. Und du ballerst auch mal ein paar weg. Wie gesagt, die heilen sich ja jetzt selbst. Und ihr seht hier, Heilungsgem habe ich immer noch einen auf Vorrat. Dass wir auf zwei hoch arbeiten können. So, LS, ja. 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 Okay, kriegt sie ein neues Fell. Für Odin die Axt wäre natürlich nur interessant, wenn man gegen Bosse kämpft. Machen wir eigentlich bald. Ich denke mal, wir werden uns hier... Es wird wahrscheinlich so ablaufen wie im Original Fantasy Star. Dann holen wir uns hier nur noch das Spiegelschild, kämpfen gegen Noahs Meister und sind ja dann auf Motavia danach, wenn ich mich... Ja, dann sind wir komplett durch auf dem Wüstenplaneten. Haben wir den abgehakt. Und die Zoris machen wir in einen Abwasch, denke ich mal. Und ich habe mal wieder vergessen, mir meinen Wecker zu stellen. Holen wir mal gleich nach und start. Ja, du wolltest uns hier noch Geheimnisse verkaufen, oder? Find out, yep, wollen wir. Das war aber für 3000 jetzt nicht unbedingt ein toller Tipp, ne? Kann es sein, dass der mich verarscht? Kack die. Ja. Diesmal kostenlos, ja. She turned him into a shining star. Ja, sie hat die Axt. Okay, jetzt erzählt das Gleiche. Habt ihr mal wieder was Neues zu erzählen? Das Schild ist buried underneath a cactus on the island. Oh, jetzt erzählen die auch schon wieder da und was anderes. Okay, jetzt war es wieder vorbei. So, dann werden wir mal auf die Insel fahren. Gibt es hier eigentlich auch eine Schnelltaste für? Ja. Man braucht bloß... Ja, es gibt eine Schnelltaste für Boot. Ist ja auch nicht schlecht. Funktioniert das auch mit einem... mit dem Land Rover? Ja, ich bin aus Versehen reingelaufen. Tut mir leid. So. Riesiger Kaktus. Cool. Wir mal gucken, ob es vielleicht gleich ein optimales neues Schild ist für Odin. Im Original war ja ein Mirror-Schild eigentlich das Beste für Odin. Ja. Ist nicht toll, aber. Did we find it? It's the Mirror-Schild. Oder Outburst. Just spill it already. Miao, go easy on your friend. Ach, Miao, so genial. But he started it. Yeah, our friend. You don't have to meet Tajima by yourself, Lots. Friends, don't desert each other. Listen to Alice. We are in this together. Only Miao's Alice. Thank you, I have decided. Decided? We will go to Tajimas Cave, hätte ich sowieso gemacht. Together, follow me. Oh, jetzt kriegen Schlüssel? Na Gott sei Dank habe ich hier rumgequasselt mit den... What's this? Tajimas Key, it's time to use it.
So, jetzt quatschen wir mal wieder nur selber. Wupp. Müsste ja hier unten irgendwo sein. So, also dank den Heilungskristallen. Ihr seht auch jetzt, die Gegner färben sich rot. Das heißt, dass dieser Feuerkristall angelegt ist. Und ihr seht diesen grünen nach jeder Runde. Wie versucht, Leben aufzufüllen. Wie gesagt, nach jedem eigenen Angriff. Jetzt seht ihr, bei Mio gleich kommt grün, genau, füllt Leben auf. Also ist wirklich, schauen wir uns das mal an. Ihr seht, die sind fast voll. Also Mio wurde beim nächsten Zug die drei Leben noch heilen. Ich kann dazu nur sagen, absolut genial. Sind hier wieder so versteckt, ja. Dadurch ist man nicht mehr permanent mit diesen verdammten Heilen. Ihr erinnert sich euch ja sicher an Lala Cave, wo ich nur noch am Heilen war. Wir können uns jetzt wirklich ein bisschen mehr aufs Kämpfen konzentrieren und vielleicht auch die Zauberpunkte mal ein bisschen mehr für Angriffszauber verwenden, anstatt immer nur für Heilung. Natürlich könnte man auch auf Heilung bleiben und dafür mehr Feuerschaden oder mehr Windschaden oder vielleicht jeden mit einem anderen Element ausrüsten. Keine Ahnung. Aber ich finde diese Heilung natürlich toll. Ich bin sowieso immer so ein Freund von Heilung, automatischer Heilung und so weiter, wenn es so eine Möglichkeiten gibt. Kleriker sind sowieso immer ein guided Volk, also... Naja. Ich mag auch so Waffen, die Lebenspunkte absaugen und sich die bei einem selbst auffüllen, à la Diablo 2. Ich sollte, wenn wir mal den Land Rover hier benutzen. Kann ich den hier auch über eine Quick-Taste oder so? Ne. Hier hinten irgendwo, ne. Ne, Land Rover. Also diese Höhle hatte ich schon mal entdeckt, als ich gesammelt habe. Die war nicht so weit weg. Die war relativ weit oben. Also im Original Fantasy ist da ja nicht, aber hier war die... Ja, hier. Genau. Wie gesagt, halt beim Sammeln schon mal entdeckt. Und Atlasse, meine Lieblingsitems hier. So, und ihr seht, hier drin halt mal gesammelt. Ich bin aber nur geradeaus gelaufen hier. Immer nur den Gang hoch und runter. Also, ihr habt noch nichts verpasst. Naja, an sowas halt hier gesammelt. Aber das habe ich nicht lange gemacht, also ich habe es ungefähr nach anderthalb Minuten eingestellt, weil es nicht so erfolgreich war vom Geld her. Bin dann zurück ins Lala Cave und habe da eine Stunde gesammelt. Also eine Stunde auf achtfacher Geschwindigkeit ist natürlich interessant, ne? Das ist ja rein theoretisch, wären es ja 8 Stunden bei normaler Geschwindigkeit, wenn man es auf PlayStation 2 spielt. Das ist schon doch ein ziemlicher Vorsprung. Ich hätte halt das Geld nicht ausgeben dürfen für die Lampe. Also die Lampe ist total überteuert, die sollte man sich, weil man sollte wahrscheinlich lieber ein paar Flashes kaufen. In dem Spiel ist das absolut nicht lohnenswert, also bis jetzt kann ich nicht sagen, dass es lohnenswert war. Wenn es wirklich nur Licht macht, ist das einfach krass zu teuer. Oh, Flame Gem. Jetzt findet man noch Gems hier von den Gegnern. Ein Titan. An irgendeinen erinnert mich das. Ich glaube, die unendliche Geschichte. Die Steinsoldaten bei Hero Turtles sahen definitiv besser aus. Die hätten auch immer eine Eierschale auf dem Kopf.
Los, klopf ihn weg. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man so eine Weile auf Highspeed kämpft, dann ist diese normale Geschwindigkeit beim Kampf absolut unerträglich. Dann normalerweise klicke ich hier zweimal auf Automatik und vorbei. Und ihr seht das selber, 216 MS das war. Deswegen habe ich hier aufgehört zu sammeln, weil bei den Maraudern haben wir ja beim guten Kampf mal so 1300 MS das bekommen. Jo. Ein Drache. Na, halt da locker. Jetzt stellt euch mal vor mit zwei Heilungskristallen. Die füllen sich ja so hier schon fast 30 auf. Also zwischen 20 und 30 füllen die sich auf. Mit zwei Heilungskristallen würden die sich also zwischen 40 und 60 Leben auffüllen. Bin ja der Meinung, dass die Heilungskristalle das Spiel doch noch mal deutlich einfacher machen. Man sollte also überlegen, ja gut, sie sind halt eingebaut, ne? Und das ist halt eine Neuerung, die nicht aus dem Original übernommen wurde. Im Original gab es die, für die, die es nicht kennen, gab es Kristalle überhaupt nicht. Das ist wirklich komplett neu hinzugekommen. Macht der schon wieder. Nun kann man sich darüber streiten, ob das positiv oder negativ ist. Diese Kombo-System, oder Kollabo-System besser gesagt, das ist ja kein Kombo-System, mit den Kristallen. Wie gesagt, ich habe es mir bei YouTube angeschaut, die Animationen waren teilweise echt genial. Also hier bei dem momentanen Zustand können wir hier ewig drin rumlaufen. Weil wie gesagt, sobald ich hier irgendwie Probleme mit Leben bekomme, lege ich einfach den zweiten Kristall an und ist vorbei. Boah. Bleibt natürlich fraglich, macht es überhaupt noch Sinn, die Caves alle zu durchforsten? Ja, und danach müsste der dann auf Dezorus gehen. Die werden das ja wieder wie im Original aufgebaut haben, sprich, dass wir durch X Caves müssen, um von Uso nach Skur zu kommen. Und dementsprechend brauchen wir auch X Atlasser. Wenn wir uns vollpacken mit Atlassen. Werd doch mal, glaube ich, offscreen mal die Waffen verkaufen, die ich über habe. Ich scheine ja mit Odin nur diese Mehrfachwaffen zu benutzen. Die Laconia-Axt können wir dann später behalten. Ansonsten benutze ich gar keine Äxte. Ja, ich weiß nicht, scheiß Steuerung. Benutzt man, guckt man sich jetzt den ganzen Dungeon an, guckt man sich nur das letzte Level komplett an. Meistens sind ja die guten Sachen alle im letzten Level und nicht zwischendurch. Zumindest hat sich das bis jetzt bewahrheitet. Upp. Was man hier bräuchte, wäre irgendwie eine Truhe oder so, wo man seine Sachen ablegen kann, dass ich mal ein paar Sachen zwischenlagern kann. Wäre eine ganz positive Neuerung. Hui. Ansonsten muss ich sagen,
ist es jetzt doch ein bisschen anspruchsloser geworden durch diese Dia-Kristalle. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch beim Let's Play von Phantasy Star 1 aus dem Original, wo ich streckenweise wirklich mit einer Figur noch rausgerannt gekommen bin aus dem Cave. Gut, sowas muss man auch nicht unbedingt haben, sag ich jetzt mal. Na, was gibt's hier? Die Mate, toll. Aber was ich ungefähr unbedingt haben möchte. Auch eine sehr nette Kombination. 100! Also wenn es nach mir geht, könnte Odin immer als erster schießen. Diese Kämpfe. Bum, bum. Und weiter. Ich habe auch das Gefühl, dass bei Phantasy Star 1 die Kämpfe nicht so lang waren wie hier. Kann natürlich sein, dass durch diese Animationen das einfach ziemlich künstlich in die Länge gezogen wurde. Vielleicht kann man die ausschalten. Enemy Label wird ja der Name sein. Boah. Ich bin wieder auf Schritt und Tritt. Schritt und Tritt Freude. Aber wir werden Motavia hiermit abschließen mit dem Cave. Ja. Also mir fällt jetzt persönlich nichts mehr ein. Außer Dark Falls nachher beim Gouverneur. Zum Schluss. Und sonst fällt mir nichts mehr ein, warum wir nochmal nach Motavia sollten. Hier noch. Messeters. Ist okay. Also ich scheine doch alles aufzudecken. Wow, ein Flash. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, komm gleich weg mit dem Müll. Die Martha auch. Das Kart. Gleich weg. Ich möchte sowas ja nicht erst im Rucksack anhäufen. Ups. Gut, man könnte jetzt sagen, jetzt heilen die sich selber. Aber vorher war der eigentlich. Ändert nicht. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass ich nicht mehr dauernd der bin, der jetzt hier nach dem Kampf ins Menü muss und die heilen muss. Ist ja nicht so, als wären die vorher mir weggestorben hintereinander. Ja, stimmt schon irgendwie. Sonst war es immer nur nervig, dass ich nach jedem zweiten Kampf ins Menü musste. Also was man auf jeden Fall dem Spiel hier positiv anrechnen muss, ist, dass ich die Story verdichtet hat von Phantasy Star. Das ist nicht mehr so platt wie der originale erste, wo die Dialoge an der Hand abzuzählen waren. Boah. Meine Katze macht immer auf. Marauder. Macht mir gar nichts, das heile ich locker.
Auch das heile ich locker. Ja, Lutz ist immer noch nicht so toll. Muss der eigentlich hier alleine gegen Tajim kämpfen? Wäre ja doof. Los, quetsch ihn weg. Also langsam müsst ihr seine Schwachstellen von den Viechern kennen. Haben wir genug davon schon geschlachtet? Oh. Ey, wirklich, zwei Schritte. Das haben sie natürlich wirklich vom Original übernommen. Mit den zwei Schritten Kampf, zwei Schritten Kampf. Wow. Dann haben wir wohl scheinbar die Partlänge erreicht. Bum bum. Feuer. Feuer ist das richtige Wort. Los komm, ich muss auf Toilette, ich will den Part beenden. Perfekt. So, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier. Bis dann, euer Nobby.